Los geht's. Hallo. Ja, einen schönen guten Tag. Die Bundesinnenministerin Frau Faeser wird sich jetzt äußern zum heutigen Vereinsverbot der Rechtsextremen. Wir müssen das grausame Geschäft der Schleuser unbedingt stoppen, denn die setzen mit maximalem Profit Menschenleben aufs Spiel. Deshalb nimmt die Bundespolizei ab sofort zusätzliche flexible Schwerpunktkontrollen an den Schleuserrouten an den Grenzen zu Polen und Tschechien vor. Diese zusätzlichen Kontrollen ergänzen die Schleierfahndung, die wir bereits in den letzten Monaten intensiviert haben. Explizit nicht von stationären Grenzkontrollen. Im Vorfeld der heutigen Ausschusssitzung wurde diese Forderung immer wieder laut. Ja, auch diese weiteren Maßnahmen, von denen ich sprach, die sind auf der Grenzlinie selbst vorgesehen. Insofern werden wir das diese Woche umsetzen. Wir kämpfen dafür, dass innerhalb der Europäischen Union die Binnengrenzenkontrollen offen gehalten werden. Aber wir brauchen diese europäische Lösung. Ansonsten ist Schengen in Gefahr. Frau Kornmeier. Ich bin den Gleisen. Ich werde immer wieder die Gleise aktuell hier unten vor Bahnmitarbeiter. Wir fahren auf Richtung Hamburg durch Unfallentstelle. Wo soll denn sich das flüchtige Fahrzeug jetzt befinden? Also noch nicht. Wir stehen dieses Hotel bei der Kreuzung. Das ist quasi da. Genau. Also hier der rechts alleine kommt. Ja, links ist der Kollege. Ja, okay. Wir haben uns das mal ausgeliehen. Ich steck das an und wenn ich den Moment habe. Okay, dann wir hoch. Notfahrzeuge, die sich auskennt, anstatt irgendwie also das Mal aufgefahren.